Einen wunderschönen guten Morgen. Hallihallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freue mich. Ich habe heute schlecht geschlafen, also wenn ich heute ein wenig zerstört wirke, dann ist das so. Ich frage mich auch noch immer, wie der Bus in das Schlafzimmer gekommen ist, der mich überfahren hat. Aber wir kriegen das schon hin. Eieiei. So. Ich hoffe, ihr hattet einen besseren Tag in den Start, eine gute Nacht und habt gut geschlafen. Aber morgen ist ja Vollmond, vielleicht liegt es daran, was weiß man. So, ich war hier jetzt schon fleißig, habe schon vorbereitet, was ich heute brauchen werde. Braune Wolle, grüne Wolle, die Haarewolle, ein bisschen was zum Mixen für Schuhsohlen. Und hier ist unser kleiner Dicker. Guten Morgen, Wallewudel. Ich hoffe, wenigstens du hast gut geschlafen. Heute kriegst du eine Hose, heute kriegst du Schuhe. Nachdem ich nicht davon ausgehe, dass Nike in der Größe fertigt, mache ich sie dir natürlich selbst. Und somit legen wir einfach los. Womit fange ich denn an? Machen wir zuerst die Schuhe oder machen wir zuerst die Hose? Abibu. Machen wir zuerst den Schuh. Machen wir zuerst den Schuh. Die Schuhe werden braun. Also nehmen wir uns einfach von der braunen Wolle. Das ist übrigens auch Naturfarbe. Da ist nichts gefärbt. So hat das Schäfchen mal ausgesehen. War ein schönes braunes Schäfchen. Also ich schätze mal, das Schäfchen schaut immer noch so aus, aber die Wolle habe ich jetzt. Ah. Und die braune Wolle hat eher wieder kürzere Fasern. Das heißt, da muss ich beim Filzen wieder ein bisschen anders vorgehen. Da kann ich nicht so schön drum rumwickeln. Dafür ist es wirklich ein wunderschönes Braun. Das ist so eine Perücke, möchte man sich draus filzen. So da. Und gleich mal wieder Brille auf. Ich will hier was sehen. Ja. Sehr schön, ich sehe was. Sind die Knöpfe so cool? Ich finde die Knöpfe so cool. So dann, aber. Ich nehme hier jetzt einfach mal wieder. Versuche zwei gleiche Stücke hier zusammenzubringen. Ja, annähernd gleich viel. Und schon ist der Frosch wieder da. Prost. Bist du jetzt weg? Na, ein bisschen kratzt es noch. Wer weiß, vielleicht brüte ich auch was aus. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist nur so eine Eintagesgeschichte mit ausgelöst durch etwas schlechten Schlaf. So, ich lege das Braune jetzt mal da oben an. Dann klicke ich da hinten vielleicht ein bisschen um. So, lege es hier jetzt mal an. Und filze es hier mal rein. Ziehe es nach unten. Und filze es unten fest. Da ist ja jetzt nichts Besonderes dran. Das machen wir ja häufig. Natürlich auch auf der anderen Seite.
Gebe mal das andere Beinchen nach hinten, dann komme ich da schöner ran. Ganz auf der Seite noch anfilzen. Natürlich alles, was da so lose noch herumhängt, auch anfilzen. Auf der Seite natürlich auch. No. Mag nicht krank werden. Mag das gar nicht, aber wer mag das schon? So, unten schön fest hineinfilzen. Und hier steht es noch ein bisschen hoch. Und aufpassen, darunter ist natürlich wieder die Schlaufe vom Aludraht. Und hier steht ein dickes Haar raus, das nehmen wir weg. Dann nehme ich das zweite Stückchen, das lege ich beim anderen Fuß an, so, einer nach hinten, einer nach vorn. Kann ich auch ein bisschen runterbiegen, er ist ja voll beweglich, unser kleiner Dicker. Es ist immer so eine schöne Phase zu arbeiten, wenn man dann wirklich an der Oberfläche arbeitet, wenn man diese ganzen kleinen Details setzen kann, wenn man die Kleidung draufsetzt, wenn es dann nachher an die Frisuren geht, Ohren und so weiter. Da kann man sich dann so richtig kreativ austoben und bin schon gespannt, welche Ideen mir heute wieder kommen, so zwischendurch. So, hier einfach mal von oben an, dann wieder an den Seiten runterziehen. Unten anfilzen, auf die Finger aufpassen. Wo ist der Finger? Wo ist die Nadel? Wo ist das Filzstück? Und in dem Fall auch noch, wo ist der Draht drunter? Dass man da nicht permanent mit der Nadel drauf piekst. Auch wenn es die gelbe aushält, aber man muss ja nicht übertreiben. So. Und die zweite Seite. Runterbiegen, reinfilzen. Na, wie nehmen wir dich denn? So, komm her da. So geht's. Zum Glück ist er nicht kitzlig. Oder bist du kitzlig? Nein. Hör da keine Beschwerden. An der Seite. An der anderen Seite. Komm her.
Bisschen von oben hier. Da wieder aufpassen, da spürt man richtig den Draht. Da hinten kommt er ja zusammen, wieder einmal verdreht, damit die Schlaufe hält. Und wenn ich da zwischen die zwei Drähte mit der Nadel komme und dann eine falsche Bewegung mache, ist die natürlich ab. Also hier wieder wirklich gut aufpassen, wie man reinpiekst, so auf jeden Fall rausholen. Speziell da beim Draht. Dann kann nicht so viel passieren. So. Und bei diesen kurzfaserigen Wollen kommt es mir so vor, vielleicht ist es nur Einbildung, aber da habe ich immer das Gefühl, dass man dann noch dichter filzen muss, weil sich da einfach mehr Fasern, also mehr Faserenden befinden, die sich dann aufstellen. So, du gehörst da runter. Das war mal die ansatzweise erste Geschichte hier. Dann machen wir als nächstes hinten die Ferse. Einfach mal so drumherum. Und dann fängt mein Hirn schon wieder zum Rattern an. Könnte mal was machen, was ich noch nicht gemacht habe. Ich könnte im Schnürsenkel verpassen. Was nehme ich denn dafür? Was habe ich denn? Sachen verwenden, die man schon im Haus hat. Was habe ich denn? Das wird zu dick sein. Das wird zu dünn sein. Schauen wir mal. Ein bisschen Zeit zum Überlegen habe ich ja noch. Könnte. Ich glaube, ich habe einen dickeren schwarzen Faden. Den könnte ich vielleicht nehmen, der könnte passen. Wolle ist sicher zu dick. Könnte aber auch einen schwarzen, dicken, falls der doch zu dünn ist, dann doppelt nehmen, nochmal ineinander verdrehen. Ich glaube, das werden wir probieren. Das werden wir probieren. Komm her, da du kleiner Fussel. Mit dir. So, hier werde ich jetzt mal wieder versuchen, eine Kante rein zu filzen, vorzufilzen, bevor ich es hinten an der Ferse anlege. Wie gesagt, bei diesen kurzfaserigen Wollen ist das alles ein bisschen anders als bei den langhaarigen. Dann wollen wir mal. Probieren wir mal, dann sehen wir es schon. So. Hier einmal gefaltet. Muss ich es wahrscheinlich ein bisschen mehr rollen in dem Fall. Ja. Ich rolle einfach die Kante jetzt noch nach unten. Filz wieder fest. Löse wieder ab, roll es nochmal ein bisschen nach unten. Und wenn das drüber steht, auch nochmal runterziehen, reinfilzen.
abziehen, umdrehen, Rückseite filzen. Das kennen wir ja auch schon. So. Das muss jetzt nicht so dramatisch fest schon gefilzt sein, weil wir filzen es jetzt ja eh auch am Fuß an. Somit brauchen wir das nicht so glätten, wie wir es zum Beispiel gestern gemacht haben beim Hemdsärmel oder beim Kragen. Zweites Stück auch nochmal. In der Mitte ein bisschen die Fasern nach unten drücken, wie wir es gestern auch gemacht haben. Nach hinten umknicken. Die Kante mal anfilzen. Von oben runterrollen. Nochmal einrollen. Oh, komm her. Löse dich da ab. Von der Unterlage, komm. Ja. Und nochmal filzen. Alles, was so raussteht, noch an Fasern runter. Reinfilzen. Einmal umdrehen, Rückseite filzen und dann können wir es schon anlegen, hinten an der Ferse und dann wird ein Schuh draus. Oh. So, dann nehmen wir das hier, legen es hier an, schauen wir mal, ja, da schaut noch so eine helle Faser raus, die ziehe ich dann noch raus, komm her, zack. So. Legt das hinten an, geht nach vorne hier. Seitlich. Innen natürlich auch. Und dann piekse ich mal vorsichtig. Auf die Finger achten, weil wir halten ja jetzt links und rechts fest. Nicht, dass wir versehentlich in den Finger pieksen. Aber hier mal unterhalb vom Rand piekse ich hier mal rein. Und versuche es hier mal. Dann kann ich ein bisschen umgreifen. Und versuche es jetzt mal grob zu fixieren, dass ich es mal auslassen und umdrehen kann. Dann kann ich es hier in der Mitte schön positionieren. Gib mal das andere Füßchen weg. Dankeschön. Und was da lose noch nach vorne steht, gleich mal da nach vorne rein. Und wirklich bei diesen kurzhaarigen, man hat das Gefühl, die sind wesentlich chaotischer als die langhaarigen. Aber es geht schon. So.
Außen natürlich auch. Da auch schön, dass wir das, also schauen, dass wir das schön positionieren. So, gib mal das Füßchen hierher. Den Rand hier schön positionieren. Und hier festfilzen. Es gibt halt immer so eine Seite, wo man besser rankommt und eine, wo man nicht so gut rankommt. Da muss man halt drehen, drehen, drehen. Aber das können wir ja. Von irgendeiner Seite wird schon gehen. Das ist da jetzt mal so weit drauf, positioniert und fixiert. Dann gehen wir zum zweiten Fuß. Und machen das hier genauso. Orientieren uns am ersten. So, da weit genug rein, ja. So, schön hier drauf gelegt. Vorsichtig festhalten und wieder unter dem Rand mal vorsichtig anfilzen. Dann hält es mal hinten, dann kann man wieder loslassen und kann wieder hin und her drehen. Mal. Hoch genug? Oder bist du weiter unten? Ups. Ja, könnt sogar ein Stückchen weiter rauf. So. Dann hier. Wieder seitlich nach vorne. Und die Enden da wieder schön reinfließen lassen. Wir legen jetzt im ersten Schritt einfach nur mal fest, wie der Schuh hier grob ausschaut. Und dass es wirklich deckend wird, das machen wir dann im zweiten Schritt. Jetzt geht es einfach nur mal darum, festzulegen, wo fängt er an, wo hört er auf, wo sind die Ränder. Ja. Hier rum. Ein Fuß nach vorne, ein Fuß zurück. Ein Ränder. Guten Morgen, rote Orchidee, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich immer so, wenn du kommst. Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Bei mir war es nicht so prickelnd. Kurz nach drei meinte mein Hirn, Party! Mein Körper, halt doch die Klappe und schlaf weiter, aber irgendwie, das Hirn hat sich durchgesetzt. Dann haben sich die zwei darauf geeinigt, sie gehen fernsehen. Also Hirn und Körper. Mich fragt ja keiner. Ja, morgen soll ja Vollmond sein. Habe ich mir sagen lassen, vielleicht liegt es ja mal wieder da dran. Eigentlich merke ich immer, bei Vollmond ist alles immer irgendwie verstärkt, wenn man gerade, auch nicht gut, hm? Wenn man gerade gut drauf ist, finde ich, verstärkt es der Mond und man ist extra gut drauf. Ist man gerade schlecht drauf, dann verstärkt es der Mond und man ist extra schlecht drauf. Kann man gerade nicht schlafen, kann man extra nicht schlafen, keine Ahnung. Und der Verkehr ist sowieso dann eine Katastrophe. Da mag man nicht Auto fahren.
Da sind dann nur lauter eigenartige Leute unterwegs, wo man sich fragt, wo kommen die alle her? So, da. Jetzt werden wir uns mal vorne um die Schuhspitzen kümmern. So, ein bisschen mal auseinanderziehen. Rupfen braucht man da nicht viel, also die Fasern sind wirklich recht kurz bei dem Braun. Ich versuche es nur ein bisschen übereinander zu kriegen. Was aber eigentlich eh sinnlos ist, weil ich mache dann eh wieder zwei Stückeln draus. Machen wir es gleich. So. Zack. Annähernd gleich. Nein. Bisschen was von hier noch darüber. So. Oder noch ein bisschen, noch ein bisschen. Auf die drei Fasern ist jetzt angekommen. Mein Gott. Eieiei. An Tagen wie diesen. So, legen wir jetzt einfach auch nochmal da oben an. Vorne über die Spitze. Die wird jetzt noch wirklich nicht gescheit abgedeckt sein. Dazu ist es einfach noch zu dünn da liegen. Na, probieren wir es nochmal. So. Aber gerade bei Braun mit Weiß drunter gehe ich auf jeden Fall nochmal mit einer Lage drüber. Damit das wirklich alles schön abgedeckt ist. Weil das Weiß schimmert da auf jeden Fall fröhlich durch das Braun. Wenn nicht genügend braune Fasern da drüber liegen. Hier an den Rand natürlich auch, was hier drüber steht. Gehen wir mal wieder ein bisschen näher. Und schön da reinfilzen. Und gleich mal wieder einen Schluck nehmen, bevor die Stimme wieder. Brüsterchen zum Kratzen anfängt. Eine helle Faser. Zupfen wir wieder raus. Dann innen. Die Fasern schön hier rüberziehen und hier dran filzen. Dann sieht man auch schon, der Rand wird schön dunkel. Da ist jetzt schon ziemlich gut gedeckt, aber vorne ist es noch nicht, wo wir gerade erst angelegt haben. Und ich hätte halt wirklich gerne einen schönen dunklen braunen Schuh mit einer etwas helleren Sohle. Da mixen wir uns dann was zusammen. Und aufpassen muss ich dann nachher wieder, weil ich mit der feinen Nadel dann auch drüber gehen will. Zum Fixieren nehme ich jetzt einmal die mittlere Nadel. Aber um die ganzen Fasern da schön reinzukriegen, möchte ich nochmal mit der feinen drüber gehen. Und da muss ich unten wirklich aufpassen, wegen dem Draht. So. Hier vorne. Man sieht schon, das schiebt sich dann wieder so auseinander. Da scheint das Weiß so richtig durch. Da vorne ist es eben auch schwierig, weil da ziemlich knapp drunter auch gleich der Draht ist. So, da muss ich wirklich aufpassen, wo ich da wie reinpiekse und vor allem auch, wo halte ich fest, damit ich mich nicht piekse.
werde dann auch die Faserausrichtung mal ändern. Jetzt haben wir es ja so draufgelegt. Ich werde es dann im nächsten Schritt so drüber legen. Jetzt einmal schauen, dass wir das, was wir jetzt da drauf haben, mal schön anfilzen. So, hält jetzt mal einigermaßen. Steht da noch was weg? Hier steht noch ein bisschen was weg. Jetzt mal auch noch mal ein bisschen rein. Alles, was wegsteht, hat natürlich immer die Gefahr in sich, dass man irgendwo hängen bleibt und dann zieht man an. Dann löst sich's wieder. Das wollen wir natürlich nicht. So, das zweite Stückchen. Noch ein bisschen wieder auseinanderziehen. Schön übereinander legen. Ja, dann sind eben die Fasern in diese Richtung ausgerichtet. Ist noch was Helles, weg damit. Ja. Ja, komm her. Und dann natürlich auch auf dem Beinchen. Ja, geht. Auch wieder vorne dran legen. Vorne dran legen. Hier jetzt wieder Fasern so ausgerichtet. Dass ich dich mal vorne ein wenig anfilzen. Und die Ränder rundherum. An den Seiten schön fixieren, schön hineinfilzen. Hier außen und dann nachher noch innen. Nimm mal weg von den Fingern. So, umdrehen innen. Böschen weg. Dankeschön. Alles, was da so wegsteht, schön anlegen und reinfilzen. Oben, unten, links und rechts. Und was sich nicht reinfilzen lassen will, das ziehen wir einfach wieder raus. So, da ist auch noch alles rein.
Dann gehen wir mal hinten über die Fersen. Da ist ja auch noch nicht so viel Braun drauf. So. Ja, alles, was sich da so an Fasern löst, hängt sich natürlich sofort irgendwo anders dran. Wolle ist eben wirklich sehr anhänglich. Zum Filzen ist das perfekt, aber man muss halt ständig nachputzen. So, das kleine Stück würde dann wohl reichen. Da hinten. Halbier mal wieder. Richten die Fasern da wieder aus, legen so schichtenweise wieder übereinander. Damit es hoffentlich schon im ersten Schritt einigermaßen deckt. Dann legen wir es so hier drüber. Über die Ferse, links und rechts wieder festhalten und hier anfilzen. Über die Ferse runter auf die Fußsohle. Wieder gut aufpassen, dass man sich nicht piekst. Schön zwischen den Fingern durchstechen. Ja, natürlich auch wieder an der Seite. Da steht wieder so ein dicker, kleiner raus, den wir nicht wollen. Diese Fäden lassen sich dann nämlich wirklich nicht reinfilzen. Die lösen sich immer wieder. So. Dann von der Innenseite auch natürlich. Und ja, man spürt nach wie vor den Draht drunter. Das lässt sich beim Fuß einfach nicht vermeiden. Dann muss ich nachher bei der feinen Nadel wirklich aufpassen, dass ich da ganz flach nur drüber gehe. Und nicht zu tief kommen, weil egal wo ich da reinpiekse, ich bin sofort immer irgendwo am Draht. Aber ich muss da natürlich auch ein bisschen rein, damit ich diese kurzen Fäden von dem Braun wirklich schön drin verankere. Im Untergrund, dass sich da nichts löst. Guten Morgen, Dore, ist dir so kalt? Also, Jacke habe ich ja gestern ausgeschlossen, dass ich filze, aber ich glaube, bei Batschen, das könnte sich ausgehen, das kriegt man auch noch im Badezimmer zusammen, in der Waschmuschel, behaupte ich jetzt mal, vom Platz her. Ich hoffe, du hast heute einigermaßen schlafen können. Und hast nicht vom Biomüll geträumt. Ich hoffe, du hast das bald, aber
Ja. Eins nach dem anderen nicht hetzen. Es dauert so lange, wie es dauert.